Der El Capitan im Yosemite Nationalpark im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien ist auch für geübte Kletterer eine echte Herausforderung. Viele scheitern bei dem Versuch, an den steilen Felswänden nach oben zu kommen. Immer wieder gibt es auch Unfälle. Umso erstaunlicher ist es also, dass jetzt ein 10-jähriges Mädchen aus Colorado den Berg bezwungen hat. Sella Schneiter ist das am 12. Juni gelungen. Ihr Vater, der selbst ein Kletterprofi ist und natürlich aufgepasst hat, hat diese Bilder jetzt veröffentlicht. Dafür gab es in den sozialen Netzwerken viel Lob und Anerkennung. Sella Schneiter ist möglicherweise die jüngste Bergsteigerin, die den gut 900 Meter hohen Berg im Yosemite Nationalpark bezwungen hat. Is that, that's your first happy cry?